herzlich willkommen bei meinem neuen Film. Heute möchte ich euch begrüßen aus der wunderschönen Stadt Tallinn aus Estland. Und hierher bin ich jetzt gekommen mit dem Zug von der europäisch-russischen Grenze aus Narva. Der Zug von dort bis daher hat 15,90 Euro gekostet und das Ticket konnte man im Zug einlösen. Ich befinde mich hier auf dem Hauptbahnhof der Stadt Tallinn. Und man kann sagen, dass dieser Bahnhof wirklich wunderschön herausgeputzt ist. Alles modernisiert wurde. Schaut mal her, wie schön der ist. Nachdem ich den Hauptbahnhof von Tallinn jetzt verlassen habe, werde ich mich in die Altstadt begeben und hier die Sehenswürdigkeiten dieser herrlichen Stadt entdecken. Da Tallinn eine Festung ist, haben wir jetzt die Festungsmauer gerade vor uns. Ich bin jetzt gerade diese Stiegen hochgestiegen und gerade hier oben befindet sich der Regierungspalast. Der ist wirklich ein wunderschönes Gebäude hier auf diesem hohen Berg. Und wenn ich dann in die andere Richtung drehe, sehen wir jetzt einfach das Panorama der Altstadt Tallinn. Und ganz hinten, wenn man richtig hinschaut, kann man die Ostsee entdecken. Ich bin jetzt durch die kleine Gasse gelaufen und bin hinten am Regierungsgebäude herausgekommen und befinde mich jetzt hier an diesem schönen Ort. Man muss sagen, dass diese Stadt wirklich renoviert wurde. Sie leuchtet einfach in den Farben. Ich befinde mich noch immer in der Gegend von dem Regierungsgebäude und hier hinten kann man feststellen, da ist eine russische Kirche, die ist um die 130 Jahre alt. Also diese Kathedrale, diese Kirche steht irgendwie an der höchsten Stelle der Stadt. Irgendwie auch über dem Parlament. Das wurde mir jetzt gerade gesagt. Die Information habe ich gerade von einer einheimischen Person bekommen, die die Stadt richtig kennt. Aber jetzt kommen wir jetzt wieder zurück auf diesen Platz. Und neben mir befindet sich die deutsche Botschaft. Schaut mal her, welcher wunderschöner Platz hier ist. Ich befinde mich gerade im Garten des Parlamentsgebäudes und hier haben wir einen Turm. Der lange Hermannturm und hier oben weht die estnische Flagge. Und jetzt haben wir im Hintergrund das Parlamentsgebäude. Ich möchte euch über den ganzen Platz führen. Und was können wir auf meiner rechten Seite entdecken? Einfach die russische Kathedrale. Und da dieser Platz sehr malerisch ist, kann ich mich fast nicht verabschieden. Aber jetzt geht's weiter. Ich befinde mich noch immer auf dem gleichen Platz und ich kann sagen, hier in Tallinn ist alles wirklich sehr zentral. Wenn ich jetzt mich drehe, dann können wir einfach diese Festung im Hintergrund sehen und diese dicken Mauern. Ich befinde mich im Innenhof dieser Festung und wenn ich ein bisschen nach rechts drehe, können wir wieder einen schönen Blick über die Stadt sehen. Man fliegt hier über die Dächer Tallinns und kann entdecken, dass an jedem Eck etwas gebaut wird und renoviert. Es wird von Tag zu Tag
noch schöner, als es ist. Es geht jetzt weiter. Ich laufe einfach durch die engen Gassen, einfach Richtung Altstadt nach unten. Da laufe ich als durch viele Tore an schicken Häusern vorbei, mit Blumen. Und denke gerade, ich wäre hier auf dieser Straße wie in einem Märchen. Und das hier hinter mir, das ist das Schloss. Man kommt als an so einem Turm vorbei und denkt mal, das wäre jetzt eine Kirche. Aber so wie ich gelesen habe, wäre das jetzt ein Museum. Und da überall hier in der Stadt gebaut wird, ist das Museum auch geschlossen. Vom Parlament aus bin ich jetzt die Straße immer nach unten gelaufen und schaut mal her, was für ein schöner Platz ich hier entdeckt habe. Man fühlt sich auf diesem Platz in eine andere Zeit versetzt. Schaut mal, wie schön dieser zentrale Platz hier in der Altstadt ist. Dieses Gebäude im Hintergrund ist einfach das Rathaus dieser Stadt und wurde das erste Mal aufgebaut und erwähnt im Jahre 1322. Ich befinde mich jetzt gerade hier im Monat September und hier weht jetzt ein wirklich kalter Wind und der Umschwung von Sommer auf Winter, der geht hier wirklich sehr schnell. Somit muss ich es jetzt auch ertragen. Zum Glück habe ich zwei Pullover und diese Jacke auf mir. Anders wäre es ganz schlimm. Ich laufe jetzt weiter durch die Straßen Tallinns. Hier überall kann man Flaggen entdecken und Botschaften. So zum Beispiel die Flagge Luxemburgs auf dieser wunderschönen Straße. Im Falle, dass ihr eines Tages diese Stadt besucht, dann habt ihr alles zentral inmitten der Stadt, also im Zentrum, in der Altstadt. Das Zentrum ist als geprägt von diesen historischen Gebäuden und es ist einfach eine Erinnerung an die Zeit vorher, an die Meister, die diese schönen Häuser gebaut haben. Diese Stadt kann man zu jeder Jahreszeit besuchen, aber das Beste wäre im Sommer. Auf dem Weg Richtung Hotel ist mir jetzt diese Kirche aufgefallen. Eine Kirche, die durch ihre Form und Art heraussticht. Diese Kirche befindet sich gleich in mittelbarer Nähe der Festungsmauer. Diese Mauer zieht sich durch die ganze Stadt. Und wenn man ihr entlang läuft, ergeben sich viele schöne Bilder. Wieder mal eine malerische Gasse. Ich laufe jetzt diese Gasse bis zum Ende
und werde etwas ganz Besonderes entdecken. Es ist nicht nur dieses Gebäude der litauischen Botschaft, sondern diesen Platz mit diesen zwei Türmen, ein Überbleibsel der Stadtmauer. So, jetzt haben wir die zwei Türme nochmal im Blick mit der Altstadt und ganz hinten mit dem Rathausturm. Und gleich in mittelbarer Nähe dieser Türme befindet sich ein Blumenmarkt. Und hier kann man einfach dieses Blumenmeer und der Duft der Blumen in der Luft entdecken. Bisher habe ich euch bloß die kulturelle Altstadt gezeigt. Aber es gibt auch eine andere Seite, das ist jetzt die moderne Neustadt. Auch die Neustadt steht der Altstadt im Nichts nach, sondern sie hat auch ihre Schönheiten. Angekommen in meinem Hotel City Center geht es jetzt zu meinem Zimmer. Und hier, das ist das Zimmer, ganz schlicht eingerichtet mit einem Bett. Das Badezimmer befindet sich außerhalb und dieses Zimmer hat für eine Nacht 26 Euro gekostet. Und da Tallinn an der Ostsee liegt, haben wir hier ein Monument der Schifffahrt. Und dass wir nicht nur bei dem Monument bleiben, sehen wir jetzt die Schiffe in Realität ganz groß hier im Hafen stehen. Und gleich auf der rechten Seite dieses Schiffes befindet sich schon der Hafen. Und ich muss sagen, dass der richtig neu gebaut wurde und die ganze Umgebung hier wirklich heraussticht. Und hier in die andere Richtung haben wir eine extravagante Brücke. Die hat ein Phänomen. Also sie öffnet sich. Und da bin ich jetzt gespannt auf dieses Ereignis. Ja, es ist ganz interessant zu bemerken, dass die Brücke sich dreht und somit den Weg für das Schiff öffnet. Nachdem jetzt die Brücke geöffnet wurde, kann das Boot ganz ruhig hier durchfahren. Von diesem Punkt am Hafen hat man wirklich den wunderschönen Blick über die Neustadt. Möchtest du diese Neustadt hier an der Ostsee erleben, dann würde ich sagen, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als herzukommen. Aber eins möchte ich dir sagen, wähle nie das Monat September aus, weil dann erwartet dich die Eiseskälte. Ich bin jetzt an die Kälte gar nicht mehr gewohnt. So, liebe Leute, ich habe euch heute vieles gezeigt über die Stadt Tallinn, über die Altstadt, über die Neustadt und über den Hafen. Und so langsam kommen wir jetzt zum Schluss. Und wo findet man ein schöneres Platz hier in Tallinn als hier am Hafen? Und somit wollte ich schon hier den Film beenden und euch noch alles Gute wünschen. Bis bald wieder. Nächste Woche sehen wir uns wieder in einem anderen Land. Also bis dahin. Ciao.